verabschiedet euch. Ich kann nicht mehr, Leute. Was ist das denn? Sie hat hier ganz viele Geschenke reingetan. Auch ein paar neidische Influencer, was echt übelst cringe war, haben behauptet, dass wir das so in den Arsch geschoben bekommen hätten. Und dann war ich so, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Ich bin, ja, ich sehe ein bisschen lost aus. Ich bin allerdings auch gerade dabei, meine OP vorzubereiten. Das heißt, ich muss tatsächlich jetzt erstmal einen dieser Fingernägel abmachen, damit man mit diesem Messdingens da, da auch dran kommt. Weil mit den langen Fingernägeln, besonders mit dem dunklen Nagellack, ist das nicht so einfach. Ich hatte halt gerade meinen Telefontermin mit dem Anästhesisten. Der war auch total nett, das hat ganz super funktioniert. Also es war so ein richtiger Call irgendwie, also mit Facecam auch und so. Bei mir sind die Risiken wohl nicht so hoch. Das wird alles super easy ablaufen bei der Narkose. Ich darf halt 2 Stunden vorher nichts trinken und 6 Stunden vorher nichts essen. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, aber das kriegen wir auch hin. Leider darf keiner in den Aufwachraum. Jedenfalls, Freunde, das hier ist so ein sozusagen ein Vorbereitungsvlog für die OP. Aber ich werde euch auch am Ende mal zeigen, wie es mir so geht, wie ich so aussehe nach der Operation. Das werde ich euch auch zeigen, sobald ich dann reden kann und sobald es mir gut geht und sobald ich nicht komplett lost bin. Ich werde nämlich die Zeit über bei meiner Mutter schlafen, damit ich betreut werde. Besonders in der ersten Nacht ist das ganz wichtig. Meine Schwester wird auch bei mir schlafen. Das heißt, wir schlafen in meinem alten Kinderzimmer. Dann kann ich euch das direkt auch mal nochmal zeigen, falls ihr gar nicht mehr wisst, wie das aussieht. Manche von euch wissen es noch, die noch lange dabei sind, aber viele von euch vielleicht auch nicht. Ist mal ganz witzig. Ich werde auf jeden Fall da schlafen. Wir werden mir da auch einen Fernseher hinstellen. Und ich werde meine Switch mitnehmen. Ich werde ein paar Spiele mitnehmen, was auch immer. Auch viel Arbeit. Ich kann auch währenddessen noch viele Videos schneiden und. Ja, sonst halt die Switch und das wird jetzt halt irgendwas spielen. Keine Ahnung, dass ich irgendwie was machen kann. Und ich denke, ich werde auch viel American Horror Story noch weiter gucken. Ich werde auf jeden Fall eine Woche ausgenockt sein. Und an sich bin ich halt 2 Wochen sozusagen krank geschrieben. Mal sehen, wann ich wieder fit bin. Ich bin sehr gespannt. Ich bekomme ja meine Nasenoperation. Also es ist nichts Schönheitliches, sondern in der Nase wird meine Nasenscheidewand ein bisschen gerichtet, weil die etwas schief oben ist und meine Nasenmuscheln werden verkleinert, damit die nicht immer so anschwellen und ich halt im Endeffekt besser atmen kann, weil ich halt absolut immer nur Nasenspray nehmen muss, damit ich vernünftig atmen kann, sonst ersticke ich einfach gefühlt. Und Leute, eine lustige Sache muss ich euch jetzt mal zeigen. Mone und Sonny waren ja jetzt hier die letzten Tage und wir haben mal darüber gescherzelt und ihr habt es vielleicht schon mal in der Story gesehen, aber die Mädels haben mir einfach das hier geschenkt. Erkennt ihr, was es ist? Es ist ein Pokal und da oben ist ein Nasenspray drauf. Und Sonja hat es einfach gold angesprüht und jetzt ist es so ein Pokal. Ich kann nicht mehr, Leute. Was ist das denn? Was ist das? Es ist so lustig. Also die waren so von wegen, weil du es bald geschafft hast und dann hast du deine OP und dann hast du die Nasenspray-Sucht überwunden und so. Ich kann nicht mehr. Es ist so eine lustige Idee, wirklich. Es ist so ein süßes Geschenk, Leute. Müsst ihr euch, also es ist so witzig und so süß irgendwie. Ich, keine Ahnung, die sind einfach so süß, die zwei. Ich habe ja auch ein bisschen Angst vor der Narkose und so, aber das wird schon. Und ja, wir werden dann mal gucken, ne? Es ist ja schon übermorgen. Jetzt haben wir Montag. Ich werde jetzt heute und morgen ganz viel vorbereiten, alles rübertragen, was ich so brauche, auch Bettwäsche und so, damit ich es mir da gemütlich machen kann bei meiner Mama. Ja, ich werde jetzt heute noch auch schon mal anfangen, ein paar Sachen zu erledigen, sonst schon mal ein Video für morgen schneiden und ein paar Erledigungen machen. Ich muss noch mein Auto mal waschen gehen und halt diesen einen Fingernagel abmachen, Halleluja. Okay, ich habe jetzt einen PCR-Test gemacht. Ich brauche nämlich einen, der braucht ja 24 Stunden, bis das Ergebnis kommt, deswegen muss ich das jetzt schon machen für übermorgen. Und dann soll ich sogar noch am OP-Tag einen Schnelltest machen. Dafür muss ich jetzt nach Frechen fahren, 20 Minuten, um diesen Test zu machen. Ich rufe jetzt gleich noch bei meinem Arzt an, weil ich noch einen Arztbericht brauche für die Versicherung. Das ist auch noch so ein Thema. Die OP kostet, glaube ich, bin mir gerade nicht sicher, 5.000 Euro oder ein bisschen weniger. Und das Ganze wird ja von meiner Versicherung bezahlt. Ich hoffe, dass ich das nicht vorstrecken muss, weil ich ja privat bin. Ich weiß ja nicht genau, wie das funktioniert. Aber naja, ich warte jetzt noch, bis sie aufmachen und dann rufe ich die schnell an, kläre ich das mit dem Arztbericht und dann fahre ich, glaube ich, wieder nach Hause und gehe mein Auto waschen und sowas und kläre dann auch nachher mal, was ich alles so mitnehmen will. Ich bin in der Waschanlage. Ich weiß nicht gut für meinen Lack, aber ist mir egal. So, bin jetzt im Rewe auf der Suche nach den Produkten, die ich brauche, um einen Cocktail zu mixen mit dem Southern Comfort Black. Also es ist ja so eine Art Whisky oder auch Likör. Und ich will damit einen richtig geilen Drink zaubern. Ich möchte einen Southern Mule machen. Ihr kennt ja bestimmt Moscow Mule und ich möchte gerne einen Southern Mule machen. Und es wird richtig geil. Ich mache dazu auch ein Reel,
Das sollte vielleicht sogar schon online sein, wenn ihr das hier seht. Aber deswegen suche ich jetzt alle Teile zusammen. Dann kann ich den heute mischen. Ich freue mich schon. Ich hätte wirklich nicht hinkommen sollen, denn ich muss mir jetzt irgendein Spiel mitnehmen. Ich muss einfach. Ich liebe spielen. Ich liebe Spiele. Ich brauche ja Ginger Beer. Warum ist da kein Ginger Beer? Oh, scheiße. Bitte, bitte, bitte. Da ist es doch. Das sieht doch gut aus. Ich bin wieder zu Hause. Boah, ich bin eigentlich voll fertig, weil mir ist es so kalt draußen. Aber nur mein Gesicht und meine Nase ist so kalt die ganze Zeit. Ja, ich werde jetzt was essen. Eine Kleinigkeit. Ich werde den Drink noch mixen, aber vielleicht mache ich das so heute Abend eher anstatt jetzt und werde das Reel dazu drehen. Ich habe schon eine richtig geile Idee. Und sonst, ich muss noch ein Video schneiden, das Hogwarts-Video. Das kommt am Dienstag online. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil geworden. Das weiß ich jetzt schon. Also die Reaction ist so genial und ich freue mich so, wenn das endlich rauskommt. Denn ich möchte ja im Februar anfangen, allerspätestens wieder zu streamen. Und mit euch das Spiel Hogwarts spielen. Hogwarts Legacy. Es wird so genial, Freunde. Wirklich, ihr müsst euch diese Reaction auf das Gameplay, auf den Gameplay-Trailer von mir anschauen. Dann werdet ihr, jeder von euch wird überzeugt sein und wird es spielen wollen. Ich schwör's euch, es ist so genial und ich freue mich sehr drauf. Ja, ich werde jetzt erstmal was essen und erstmal klarkommen und überlegen, was meine Prioritäten heute sind. Denn ich habe morgen auch noch viel zu tun. Ich muss heute auch nochmal zu Mone und die Bilder abholen, weil wir haben ja ein richtig krasses Shooting gemacht, ne? Habt ihr ein bisschen unsere Storys vielleicht gesehen? Wir waren 8 Stunden lang shooten. Es ist so genial geworden, Freunde. Wirklich, wir haben so viele krasse Fotos. Aber die muss ich noch abholen bei Mone, weil die sind alle auf ihrer Speicherkarte. Ich habe nur ein paar davon, aber noch nicht alle. Hole ich die ab und dann kann ich in der Zeit, wo ich genesen werde, weil ich ja die OP jetzt habe, kann ich die alle bearbeiten, Videos schneiden, das alles für Dezember planen, meine Postings. Oh, ich freue mich richtig darauf. Da kann ich so richtig planen, wann ich was poste und so. Das wird, glaube ich, sehr geil. Ich mache mir jetzt auch noch mal einen Kaffee, damit ich den Tag noch weiter überstehe. Ne? Ich habe heute Morgen gar keinen getrunken. Mit der Oatly-Milch, Hafermilch, sehr, sehr lecker für Kaffee. Ich trinke immer noch normale Milch, aber die ist echt lecker für einen Kaffee. Und dann hat er auch nochmal so einen richtig geilen Geschmack. Bitte funktioniert es, bitte funktioniert es, bitte funktioniert es, bitte, 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 bitte. Ja, geht so. Boah, ich hasse das, ne? Ich mach das, ich reinige das so oft, dieses Milchsystem. Und es... Für mich jedes Mal verarschen. Leute, mir fällt gerade ein, ihr müsst unbedingt dieses Video zu Ende schauen, denn ihr werdet mich heute ohne Extensions, ohne Nägel, komplett natural sehen. Beziehungsweise, also ihr werdet es in diesem Video sehen. Morgen ist es soweit, ich werde meine Extensions rausmachen lassen. Dann habe ich nur noch meine echten Haare und das für 2 Wochen oder noch länger. Und dann gehe ich erst wieder zum Friseur. Dann werde ich meine Nägel komplett abmachen, habe ich mich jetzt dazu entschieden. Ich werde die einfach dann auch 2 Wochen einfach mal ruhen lassen und mal gucken, vielleicht gefällt mir das sogar nicht, lass es dann so. Also ihr werdet mich komplett natural sehen in diesem Video. Ich kann nicht mehr, Leute, das ist so lange nicht mehr passiert. Das Einzige, was bleibt, sind die Wimpern, die werde ich nicht abmachen. Die bleiben einfach dran. Schaut mal, ich habe einen Adventskalender bekommen von Jo Malone. Und das Ding ist, hier steht von deiner Sonny. Also die haben das im Namen von Sonny mir zuschicken lassen. Das ist so süß, ich muss das mal aufmachen, weil... Wie schön, das ist einfach eine Box und hier sind so Schubladen. Oh mein Gott, ich muss da gleich mal mit euch zusammen reingucken. Ihr wisst ja vielleicht, Sonny hat mir diesen Adventskalender geschenkt und jetzt habe ich einfach 2 von ihr. Ich kam wirklich absolut nicht drauf klar, als sie mir das gezeigt hat. Sie hat auch ein Video dazu gemacht und zwar ist es diese Tote Bag, die ich mir mal gewünscht habe. Die wollte ich mir mal holen, weil ich finde die so schön. Sonja hat sich das gemerkt und hat einfach daraus einen Adventskalender gemacht. Sie hat hier ganz viele Geschenke reingetan, vom 1. bis 24. Beziehungsweise das 24. ist auch einfach die Tasche. Und ich komme nicht drauf klar, sie hat mir wieder diese Tasche geschenkt. Was ist das bitte? Also es ist so süß und sie war auch so... Wir saßen hier, haben gegessen und sie war so, guck mal unter den Baum. Und ich so, was? Wirklich, also ich komme nicht drauf klar. Boah, jetzt mit schönem Hintergrund. Also Leute, ich war wirklich so verblüfft, weil ich war so, hä? Womit habe ich das verdient? Ich habe noch nie sowas bekommen, nicht von meinem Ex-Freund, nicht von meiner Mutter, nicht von meiner Schwester. Nie im Leben habe ich sowas bekommen, sowas Wunderschönes, sowas mit Herzblut gemacht. Ich meine, diese Geschenke sind alle so schön verpackt. Sie hat sich so viel Mühe gegeben. An der Stelle, ihr könnt euch auch das Video dazu anschauen. Sie hat einen Vlog dazu hochgeladen auf ihrem Kanal. Ich darf das nicht sehen, aber ihr dürft es sehen, weil sonst weiß ich ja, was drin ist. Ich finde es so krass. Ich liebe Sonny wirklich so, so sehr. Und
Ich bin so happy, dass wir beide uns so mäßig gefunden haben. Ich bin auch so glücklich, dass wir drei, also Sonny, Mone und ich, momentan auch so viel immer zusammen unternehmen und wir uns immer alles erzählen können und wir wirklich wissen, dass wir aufeinander zählen können. Das ist wirklich so, so schön. Das ist so wichtig und so selten. Oh, ich sehe schon wieder ein bisschen anders aus. Oh, hab jetzt soweit alles, was ich noch drehen musste, erledigt. Muss nachher noch das Video schneiden, aber fahr jetzt erstmal zu Mone und hol bei ihr die Bilder ab. Stimmt, ich muss meinen Laptop mitnehmen. Oh, das habe ich nicht vergessen. Mein Laptop, Ladekabel, Adapter und sowas, um alle Bilder schnell rüber zu ziehen. Dann rauche ich mit dir noch eine Pfeife oder so, mach einen entspannten Abend und werde dann danach nochmal hier weiterarbeiten und Videos schneiden und ja, erst wenn ich noch erledigt bekomme, bevor ich einschlafe. Ja, das mache ich alles. Und ja, ich liebe übrigens gerade diese blaue Jacke, die habe ich von Worst Behavior, falls ihr euch wundert. Die ist ganz neu, deswegen die könnt ihr auf jeden Fall noch ergattern. Super gemütlich, super warm und ich finde dieses Blau so, so geil. Deswegen trage ich das gerade total gerne und es passt auch zu meiner blauen Jeans-Tasche. Deswegen toll. Freunde, ich bin wieder zu Hause, habe mir Macs mitgenommen. Oh, dreckig. Ja, mein Laptop habe ich jetzt wieder mit. Ich habe alle Bilder drauf, habe alles abgeholt und werde jetzt Video schneiden und so. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, weil es passiert nichts Spannendes mehr. Hello, Freunde, es ist der nächste Tag. Habe ich es ready gemacht. Ich muss heute noch ganz viel erledigen und eigentlich auch meine Extensions rausnehmen lassen und meine Nägel abmachen lassen. Ach du Heilige. Ich merke gerade, wie ernst es wird. Ich will das nicht. Ich muss da jetzt hin. Ich muss mein Asos-Paket wegbringen, weil ich hatte ja was bestellt für das Shooting und schicke davon ein paar Sachen zurück. Ich wollte noch ein Live-Update-Video drehen und ich schaffe das jetzt nicht mehr. Also wir haben 15 Uhr, dann wenn ich da hinfahre, ist es so 15.30 Uhr, dann dauert das vielleicht eine Stunde und dann muss ich los zum Nägel abmachen. Ich muss jetzt los. Ich habe bisher soweit alles geklärt. Ich fahre jetzt, ich hatte gerade noch mal ein Gespräch mit der Arztpraxis. Ich fahre jetzt los zu Melina und hoffe, dass die noch ein bisschen Zeit zwischendurch finden, um mir die Extensions rauszunehmen. Und dann werden die Fingernägel abgemacht. Ich sehe auch schon meine Wimpern, die sind auch wirklich am absoluten Limit. Ach du heilige Scheiße. Boah, ich werde aussehen wie ein Moorhuhn. So, es geht los. Ich bin jetzt gleich da. Verabschiedet euch von meinem vollen Haar. Gleich ist alles vorbei und ich bin sehr gespannt, wie mir das so gefallen wird, Freunde. There we are. Ich habe Angst. Verabschiedet euch von diesen Haaren. Ich muss sagen, ich liebe die Länge gerade sehr. Ich habe mich dran gewöhnt. Und ich habe übrigens auch einen neuen Termin schon, um die Extensions wieder reinzumachen. Und dann gucken wir mal, ob ich wieder lang gehe oder kurz. Mal schauen. Tada! Das ist das Ergebnis, Freunde. Das sind jetzt meine echten Haare. Echte Farbe, echte Länge. Crazy, oder? Das ist ganz schön schön, aber wir sind jetzt viel drin. Okay, Leute, seid ihr bereit? Tada! Boah, es ist so komisch für mich. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man lange Fingernägel hat und auf einmal kurze, die sind ja auch total dünn jetzt und es fühlt sich so eklig an. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass es hässlich ist, kurze Fingernägel, aber es ist einfach unglaublich ungewohnt für mich. Aber ich finde es so richtig süß. Ich zeige euch mal meine Haare nochmal. Habt ihr eben nochmal gesehen im Vergleich. Also die Länge ist echt super nachgewachsen, muss ich sagen. Die sind mir schon krass abgebrochen. Aber die Fülle ist halt nicht so wirklich da. Und das, genauso wie die Nägel, sind nur übergangsweise für während der OP und während des Heilungsprozesses. Ich werde danach wieder ein paar Extensions reinmachen. Wahrscheinlich wieder nur so kurze, aber mal gucken. Ja, mal gucken, wie ich Lust drauf habe. Aber das erstmal so einfach, um es mal zu machen und zu gucken. Die Nägel sind auch, also die sind jetzt total dünn. Aber irgendwie ist es auch ganz süß. Ich muss mich daran gewöhnen. Ich kann auch gar nicht mehr mit dem Handy jetzt tippen, weil es ist so anders jetzt. Ich habe mich ja so daran gewöhnt, dass die Nägel so lang sind und ich dann auch anders tippen muss. Und jetzt ist es wieder anders. Ich werde mich jetzt abschminken und dann alles zusammenpacken an Sachen, die ich bei meiner Mutter brauche. Ich wollte eigentlich auch meine Bettwäsche und so mitnehmen. Die muss ich jetzt gleich alles in mein Auto packen und dann rüberfahren. Boah, es ist alles so kurzfristig, wirklich. Ich habe morgen um 8.30 Uhr die OP, habe ich jetzt gesagt bekommen. 6 Stunden vorher nichts essen, aber das kriege ich ja hin über die Nacht. Und sonst jetzt gleich nochmal eine schöne Mahlzeit bei Mama, die kocht nämlich. Da muss ich gleich nochmal eine Story machen, boah, es ist gerade so stressig. Und produzieren, muss dann nochmal hier hinfahren. Alles ein bisschen hektisch, aber kriege ich schon, aua, irgendwie hin. Übrigens, Leute, ihr wisst doch, dass Sonny und ich mal bei Steve Aoki auf der Bühne waren, beim Perukaville.
und wir seine Manager und so kennengelernt haben und mit denen so gefeiert haben. Es war auch sehr lustig, weil die sind alle cool drauf. Und ich habe jetzt mit dem Manager nochmal so geschrieben, weil wir sind immer so, ja, wann sehen wir es nochmal so? Voll lustig. Und er hatte vorgeschlagen, ob wir nicht Tomorrowland, Winter, das ist irgendwie in den französischen Alpen, ob wir dann kommen wollen. Und wir waren so, ja, geil. Mal gucken, ob das was wird, aber wäre auf jeden Fall sehr cool. Einfach Tomorrowland. Winter Edition ist auch richtig schön, also dann sieht auch alles total schön aus. Und ich glaube, dann ist auch Schnee und so. Ja, mal gucken, ob das was wird. Wäre auf jeden Fall cool, nochmal mit denen unterwegs zu sein. Sonny hat ja auch übrigens, also Sonny kennt ja Steve. Dadurch haben wir das halt so gemacht. Also manche haben ja auch gedacht, auch ein paar neidische Influencer, was echt übelst cringe war, haben behauptet, dass wir das so in den Arsch geschoben bekommen hätten von irgendeinem Management oder so. Dabei hat Sonny das einfach selber geklärt und mit Steve einfach geschrieben damals und so, ja, wir sind auch bei Rookerville, was geht? Und er so, ja, kommt vorbei und so. Und das war es schon. Meine Haare sind schon, das ist schon ein bisschen anders, nicht? Aber naja, ich packe mir jetzt irgendwelche Hoodies, irgendwelche gemütlichen Sachen ein. Ja, dann hoffe ich, dass alles... Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht realisiert, weil wahrscheinlich auch gerade so viel Stress ist und ich so viel noch erledigen muss. Aber ja, wir sehen uns morgen früh. Ich werde jetzt mal hier weiter alles zusammenpacken und zu meiner Mutter fahren. Ich zeige euch nachher mal das Ergebnis, wie es bei mir im Kinderzimmer aussieht und so, damit ihr das nochmal seht. Also, Koffer ist gepackt und diese ganze Tasche, jetzt sind die Schuhe hier drauf, ist ein bisschen eklig. Aber ja, hier ist ganz viel Essen drin oder auch so Sachen, die sind vergammelt in meinem Kühlschrank. Deswegen nehme ich das alles mit und esse das dann bei meiner Mutter. Ein paar Süßigkeiten und so. Yes, ein paar Getränke noch darunter. Da sind wir, Freunde. Was ist das? Was ist das denn eigentlich? Also das ist mein altes Bett, beziehungsweise es gehörte nie mir. Das gehört meiner Schwester, aber das ist ja bei meinem Schlafzimmer und da waren eigentlich schöne Fotos drauf. Und jetzt ist da das drauf, ja. Da ist jetzt der Fernseher auf der Fensterbank provisorisch. Ja. Oh Mann, ey. Ich sehe gerade katastrophal aus. Hier ist mein Koffer. Und ja, hier sieht alles ein bisschen, also hier ist alles komplett anders aus als vorher. Und hier ist ja mein Ankleidezimmer drin gewesen. Hier seht ihr ja ein bisschen noch was. Hier ist leider kein Licht mehr. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, Leute. Kennt ihr das Video noch? Room Makeover. Und im anderen Zimmer war eigentlich mein Wohnzimmer, aber hier ist halt alles anders. Also wirklich alles. Da können wir gar nicht drüber reden. Jedenfalls, ja, ich packe jetzt meine Sachen aus, gucke, dass ich mich irgendwie beschäftige, breite mich aus und um 8 Uhr geht's los und dann sehen wir uns nach der OP. Okay, ich habe mich wieder umgezogen. Ich bin auch ein bisschen so am Aber Caro ist jetzt da und mich ab. Und dann kann ich jetzt so weiter schlafen, weil es war hier viel zu laut. Und ja, mir geht's super. Ich erzähle euch bitte alles. Freunde, ich bin noch ein bisschen benebelt, aber fahr jetzt nach Hause. Was noch? Keine Ahnung, ich bin schon verwirrt. Aber mir geht es an sich super. Ich will ein bisschen schlafen, weil die waren alle so laut in diesem Aufwachraum. Essen, trinken. Aber ich kann schon so ein bisschen, kann ich doch durch die Nase atmen, weil ich keine Tamponaden drin habe. Also es ist eine super Sache immer. Freund, ich habe so eine Sedierung bekommen und dann war ich so und es war echt geil und dann die Narkose halt und das hat super funktioniert. Dann bin ich aufgewacht, weil die neben mir im Aufwachraum ihrem Sohn irgendwas vorgelesen hat. Ich war so, sei doch mal leise. Ja, und jetzt bin ich froh, dass wir nach Hause fahren und ich zu Hause in Ruhe schlafen kann. Und wir haben gerade Donuts gekauft, weil ich wollte Donuts. Jakob, es reicht jetzt. Boah, ich sehe so schlimm aus. Also meine Nase ist extrem angeschwollen. Ich kann auch gar nicht durch die Nase atmen. Wir waren gerade noch beim Arzt. Ich gehe da morgen nochmal hin. Und dann wurde mir da ein bisschen was rausgesaugt und sowas. Er hat gesagt, ich muss jetzt noch ein bisschen aushalten. Es wird jetzt alles auch ein bisschen nervig. Aber am Montag werden schon diese Silikonplatten, die ich dran habe, rausgenommen.
Und danach wird es viel besser, sagt er. Ja, und keine Ahnung. Anstrengend, aber wird schon irgendwie. Also, falls ihr es wissen wollt, ich werde in Rotkirchen bei Links vorbereiten in der Klinik. Und zwar beim Dr. Quante. Und der ist wirklich sehr gut. Der macht es extrem gut. Meine ganze Familie war schon da irgendwie. Und es wird ein tolles Ergebnis, aber natürlich ist die Zeit jetzt echt anstrengend. Und jetzt kaufen wir Donuts. Ja, und irgendwas hat er bei der Lippe gemacht, keine Ahnung, was es ist, aber egal. Ja, Freunde, ich halte euch auf Instagram noch ein bisschen auf dem Laufenden. Und ja, ich wollte jetzt gerne mal das Video hier beenden. Ich versuche jetzt wieder zu genesen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi!